So, weiter geht's mit Zelda Master Quest. Oh, es ist dunkel hier. Und da oben haben wir schon diesen Kreisel, den bekannten Kreisel von dem Todesberg. Alter, ist das stark. Unglaublich. So habe ich es nicht in Erinnerung. So dunkel. Das ist ja so schrecklich. So, diese Teile können wir entweder mit zwei Bomben zerstören, glaube ich, oder mit dem Hammer. Ach, du heilige Wurst. Ich habe drei Bomben. Original drei Bomben. Und muss nach da oben. Oh, das wird wieder ein Wurfspiel, sage ich mal dazu. Das ist schwer. Ich muss ihn also treffen. Sonst hat sich das mit dem Besuch beim Todesberg. Der erste. Was? Was habe ich da aufgesprenkelt? Es hat gerade Dillilil und... Ach, da unten wahrscheinlich. Ach so, das muss ich hier besser timen. Okay. Pass auf, ich habe eine einzige Bombe. Es wird gleich wieder tags, das ist schön. Aber ich habe eine einzige Bombe, die muss ich jetzt sehr, sehr gut timen. Nein! Ja, super, ich bin so ein Genie. So, das hier hat sich geöffnet. Komm, sei Bomben drin. Bitte Bomben. Oh, 50 Rubine ist auch ganz nice, aber Bomben wären mir doch etwas lieber. Ich glaube... Nee, doch nicht. Schade. Na gut, ich gehe dann zurück. Ganz, ganz traurig muss ich jetzt den anderen Weg... Obwohl, ich kann ja hier lang gehen, glaube ich. Ja gut, dann gehe ich zu der Fee... eben wann anders, ne? Ist eben so, wenn man nicht richtig mit Bomben umgehen kann, wie ich es kann. Wie ich es nicht kann, meine ich. Vielleicht sind hier Bomben drin, dann versuche ich es doch nochmal. Man weiß es ja nicht, aber ich glaube, hier sind Herzen drin. Wenn keine Herzen drin sind, sind es dann Rubine. Erstmal muss ich die einsammeln, dann werden es Rubine. Und es hat tatsächlich den Anschein, hier werden also keine Bomben drin sein. Und ich gehe in das Dorf von Goron, von den Goron, Goronia, glaube ich. Goronia. Jetzt muss ich mal überlegen. Blablabla. Ja, genau. Okay, Daronia hat sich abgesperrt. Der ist jetzt woanders, ne? Hä, hier geht's runter? What the fuck? Wo waren das nochmal? Oder doch, es war, glaube ich, einer unten. Das Doofe ist, wenn das jetzt wieder durch Bomben versperrt ist, ja, dann komme ich da nicht lang, weil ich eine Bombe habe. Das wäre das Dümmste, was passieren könnte. Hier kann ich auch nicht benutzen. Hier kann man dieses komische, falsche Bigoron-Schwert bekommen, glaube ich. Aber wo geht es denn in den Wald von Kokiri? In die verlorenen Wälder. Das wäre meine nächste Frage. Hier komme ich auch noch nicht lang. Mein Enterhaken, beziehungsweise Fanghaken, ist nicht groß genug. Alter, wo war denn das? Hier war es nicht. Hm. War es ganz unten? Nee, Quatsch, war es eigentlich nicht. Das war eigentlich ganz, ganz oben. Wir hören hier schon mal eine Skulptula. Das ist echt... Gut, dann würde ich sagen, spring ich nochmal runter. So weit runter wollte ich eigentlich nicht. Kann ich hier durch? Nee, ne? Ist alles noch gesperrt. Das ist richtig dämlich. Kann ich mir also auch keine Bomben kaufen. Aber ihr sagt nicht, jetzt muss ich den ganzen weiten Weg ringsrum um eben Kokiri machen. Also dann nochmal durch Kakariko streifen und so. Ah, hier. Müsste der Ausgang sein. Ja! Ja! Geil, hier sind diese Bomben vorgegeben. Diese Donnerblumen, so nennt man sie. Bumm, gleich gibt es eine nukleare Explosion. Bam, das war's schon. Und wir sind jetzt in den verlorenen Wäldern. Freut mich. Muss ich den ganzen Weg nicht nochmal machen. Vielleicht finden wir hier irgendwo auch Bomben. Natürlich nicht. Mal überlegen, wo ging es lang? Hier nicht. Hier lang wahrscheinlich. Ja. Ach so, hier. Ach, der kleine Futze. Wer sind sie? Mich können sie nicht täuschen, auch wenn sie sich Kokiri-Kleider tragen. Ich habe Salir versprochen, sie vor allen Gefahren zu schützen. Ja, hallo, ich bin's doch. Ach so, wahrscheinlich muss ich Salirs Lied machen. Das kann sein. Mal sehen. Wie war denn das? Ja, da muss Rob124 ihn mal wieder nachgucken nach dem Lied. Okay, unten... Da. Ne, das war oben. Dö. Hä? Okay, ich weiß es jetzt. So. Pass auf. Nein, falsch. Nein. Hallo? So, pass auf. Dö. Oh, der hat eine rote Fee. Ich weiß nicht, ob Navi ziemlich... Jetzt ist es auf einmal weg. Ach nee, doch nicht. Diese Melodie...
Thalia hat sie geschrieben. Sie kennt Thalia? Das Lied? Thalia hat das Lied nur ihren engsten Freunden beigebracht. Nun gut, ich vertraue dir. Komisch, irgendwie erinnert er mich an jemanden. Ja, an wen wohl, du alte Schraub? Kacke, ey, Mann. Erinnert er sich einfach nicht hier an mich? Ich glaub's ja nicht, das habe ich ja noch nie gehört. Ich geh mal hier nach links. Ach, gut, hier geht's nicht weiter. Der Musik folgen. Das ist die Devise hier. Bomben! Juhu! Hier lang? Warte, ich folge der Musik. Man hört nichts. Original alles so wie immer. Yes, wir sind alright. Waldlichtung. Der Wolf ist nicht hier. Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig, damit dich keine miesen Typen erwischen. Drücke L und stelle dich gleich in die Richtung. In die richtige Richtung, meine ich. So schaust du sofort den Gang hinab, wenn du um die Ecke gehst. Blablabla, bla, bla, halte L. Ja, ja, ja. Und guck mal. Boah, Alter. Hallo. Idiot. Lalala. Die kann man so schön... Boah, ich dachte gerade schon. Kann man so schön ausrüchsen. Mister, ich habe mal eine Frage. Und zwar, es geht um... Was? Alter. Ich liebe... Ah! Gott. Wie ich wieder schreie, das ist echt peinlich. Hallo. Scheiße. Hier, nimm das. Was ist das für ein Geräusch? Hä? Ach so, das Teil. Ich war anscheinend da oben getroffen. Ich habe mich echt erschreckt, als ich den umgesäbelt habe. Hallo. Oh, verdammt. Ach, egal. Danke. Ich gehe jetzt den Weg, ne? Ciao. Alter, ey, habe ich mich verjacht so. Aber ich bin schon da. Das war ziemlich einfach. Oben ist dieser Taugenix. Dieser Troll, der mit seiner Keule da. So, da, ich will jetzt nicht einmal runterfliegen. Nicht einmal zur Seite fliegen. Das wäre nämlich peinlich. Also, pass auf. Scheiße. Der hat irgendwie so einen blauen Helm. Ist wohl der, irgendwie der Anführer oder so. So, das war's, das war's, das war's. Du wirst ausgelöscht. Verbeug dich vor dem König, Link. Warum heiße ich nicht Zelda? Ist ja ein weiblicher Name, naja. Wir haben schon 200, also maximal erreicht. Irgendwann will ich mir davon auch was kaufen, ne? Mal sehen, wo Thalia ist. Thalia, bist du hier? Thalia. Hallo, Thalia. Oh, sie ist ein Baumstamm geworden. Schade. Egal, setze ich mich drauf und pups mal eine Weile. Nein, okay. Chica. Wer ist Chica nur? Wenn ich das nur wüsste. Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Mit dem Manuett des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Juhu, das ist am wichtigsten, diese Hymnen zu erlernen, damit wir uns immer wieder dahin porten können. So, jetzt kommt es wieder mit meiner Maus. Mit meiner Tastatur. Ich warte, das war... Was? Das ist oben, Alter. Dann eben nicht. Ach, das... Ah ja, okay, ist gut. Bitte? Alter. So. So, jetzt da hören wir uns noch schnell den Mix von Flöte und Harfe an. Yes, wir haben Manuett des Walds und können uns einmalig immer wieder Rob anzufinden. Wir werden uns wiedersehen. Hierhin porten. Oh, jetzt kommt das wieder, Alter. Wow, wo ist sie hin? Verdammt. Wo ist er hin? Nimm. Chica ist ja ein Mann. So, warte mal. Bomben brauche ich nicht. Obwohl, warte, Bomben brauche ich schon. Was ich überhaupt nicht brauche, sind die Dekokerne. Sind ja total unnütz. Oh ja, Waldtempel, Alter, nee. Du geh doch auf, dann eben nicht.
Waldtempel. Oh. Nicht so schlimm wie der Wassertempel. Aber da war schon damals viel, viel... Boah, komme ich da nochmal rauf? Natürlich komme ich da rauf. Ich bin doch Profi. Schon damals war das schon ein bisschen verwirrend. Ja, heutzutage... Hä, wo sind die Wölfe, bitteschön? Die porten sich jetzt bestimmt in der Luft oder so. Und jetzt, im Master Quest, naja gut, ich will nicht sagen, das wird bestimmt ein Festmahl. Na, ich glaube, da fahre ich gleich runter. Alter, nein. Ey, da sind ja ganz viele. Wie soll ich, da komme ich also am Anfang wahrscheinlich nicht hin, denn ich habe den Bogen nicht. Okay, jetzt rennen. Ja. Nein, er lässt los. Was ist das denn für ein... Alter, ich glaub's nicht, der lässt einfach los. Jetzt müssen wir uns anstrengen und müssen flüstern. Können das hier also schaffen. Hier gehe ich nochmal nach außen hin. Jetzt ziehe ich mich nach oben. So. Oh, da ist noch eine. Alter, was mache ich da? Oh, renn, renn, renn. Bitte, 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 bitte. Ja, Alter. Alter, Alter, Alter. Ey, wo muss ich jetzt lang? Geschafft. So, kann ich die schon mal weghauen hier? Falls ich nochmal runterfalle, sind die dann weg. Alter, das war nicht ohne, sage ich mal dazu. So, das Gute ist, mit dem Fanghatten kann man gleich umbringen. Das ist ja schwierig. Nein! Wenigstens habe ich ein bisschen vorgesorgt und zwei Spinnen gekillt. Die eine kann ich auch noch killen, wunderbar. Und dann sind das hier auf jeden Fall wenige. Und die Spinnen sind ziemlich klein. Aber es gab auch die große, die ich gerade erledigt habe, wie man gesehen hat. Hier ist jetzt nur noch die ganz oben rechts, glaube ich. Ja, genau. Die kann uns nichts mehr anhaben im Regelfall. Das ich lieber nicht sagen. Aber ich habe es gesagt. Nachher greift sie mich an, dann lande ich unten. Dann haben wir wieder den Salat. Von wegen Regelfall dann. So, jetzt gehe ich hier rüber und fall nicht. So. Wow, Alter! Ey, mit dem Scheuerkreuz ist das so mies. Ganz ehrlich. Guititi! Geil, seine Ausdrücke hier. Alter, ey. Der Waldtempel fängt schon mal sehr, sehr gut an. Naja. So, nochmal left. Jetzt versuche ich rüber zu springen. Wie gesagt, mit dem Steuerkreuz, da hechtet man sich manchmal ab. Ist nämlich nicht gerade einfach. Ja. Oh, wackel, 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 wackel. Alter, was ist denn jetzt los? Ey, wenn da jetzt irgendwie kein Schlüssel... Wenn da jetzt Münzen drin sind... Oh Gott, fall nochmal runter, ey. Wenn da jetzt keine Münzen... wenn da jetzt kein Schlüssel drin ist... Und zwar nur irgendwie Bomben oder so... Alter. Das wäre heftig. Dann wäre das Spiel ganz schön hinterlistig. Aber ich glaube, das wird nicht so hinterlistig sein. Weil für faule Kinder würden das gar nicht machen. Und ich bin so fleißig und mach's. Und da muss doch jetzt ein Schlüssel rausspringen. Weil da denkt man sich, oh Gott, so muss ich das nicht machen. Wahrscheinlich kommt da kein Schlüssel oder so. Ja, Schlüssel. Kleiner Schlüssel. Also hat sich die Arbeit doch gelohnt. Im richtigen Moment dann abrollen. Dann zieht es uns nichts ab. Füllen wir uns mit Milch. Ach komm, mach mal einfach. Wir haben die Güte, wir haben die Macht. Trink ein bisschen Milch. Dann wirst du noch stärker und größer. Die Knochen werden härter. Zack. No, I'm really, really pissed off. So. Abgesaved. Gehen wir mal rein. In die gute Stube hier. Wow! Oh Gott! Ey, da war immer nur eine, ey. Ey, ist das hier ein Horrorgame oder was ist los? Ich habe mich gerade sowas von erschreckt, weil wenn man das schon sechsmal durchgezockt hat, sechsmal, dann rechnet man mit einer einzigen und dann kommen da auf einmal drei. Alter. Das ist nicht schlecht. So, machen wir mal die Tür auf. Ich gehe jetzt langsam, 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 langsam voran. Hörende Skulptula. Soll ich die wieder eiskalt ignorieren? Hm. Oh, da sind die Geister. Na gut, ich hoffe, die kann ich dann irgendwann mal einfangen in den nächsten Paden, in den nächsten 50 Paden. Wenn ich schaffe, dann bin ich gut. Wenn nicht, dann ja. Weil das sieht schon ziemlich kompliziert wieder aus. Alter, wie die mich erschreckt hat. So. Obwohl, nee, ich habe hier alles voll. Huch. Gehen wir mal zuerst hier durch.
So, wir brauchen auf jeden Fall bestimmt... Oh! Warte mal, so, ich muss mich erstmal wieder ausrüsten. Zack, komm her! Das ist also ein Gegner. Auf die Gegner sind wir nicht vorbereitet, weil wir nicht wissen, welche kommen. Er ist aber down. Zack, und hat sich aufgelöst. Die Tür geht auf. Toll, jetzt weiß ich nicht, da lang oder da lang. Ich gehe mal hier lang. Yup. Okay. Ich höre Fledermäuse. Gott, was ist das denn? Ich will es nicht wissen. Ich brauche auf jeden Fall irgendwann mal einen Schlüssel. Guck mich hier erstmal um. Auch wäre das jetzt Zelda Ocarina of Time, ich wüsste nicht mehr ganz, wo hier die Schlüssel sind. Listen. Auf diesem Boden sind Pfeile aufgemalt. Ja. Die zeigen nach hier. Das heißt, ich muss ihn eventuell gleich schieben. Aber um da hinzukommen, muss ich vielleicht erstmal das hier machen. So, keine Ahnung. Wo führt denn das hin? Hm. Ach, ich soll es da reinschieben. Okay. Ah, ist ja cool. Kann ich nicht den da reinschieben, oder... So, dann ziehe ich den ganz raus und ziehe den dann zum Eingang hin. Und keine Ahnung, was ich dann mit dem hier anfangen soll, ob ich den brauche unbedingt. Und das reicht, jetzt kann ich da durch und schiebe den dann auf das Feld, wenn ich da lang kommen könnte. Ja, komme ich hier, zack, einmal rum gelaufen, machen wir uns die Ehre und werfen das Teil da rein und können dann eine Etage weiter nach oben klettern. Allerdings ohne irgendeinen Schlüssel. Aber das würde ja schon heißen, es würde gesaved werden. So, und dann würden wir auf jeden Fall das beibehalten, wenn wir zum Beispiel den Raum verlassen. Also, gar nicht so schlimm. Oh, jetzt haben wir hier nochmal einen braunen Stein. Was? Kann ich überhaupt nicht bewegen? Okay. Okay, okay, okay. Mal sehen, was man hier noch so machen kann. Ich wollte sagen, ah, hier ist eine Leiter. Also, kann ich hier... Ne, hier ist keine Truhe. Schade, schade, Schokolade. Gehe ich nochmal die Leiter hoch. Ach, hier sind keine Fledermäuse, das sind diese komischen Skelette in blauen, dieser blauen Magie drin. Aber wie es weitergeht, wie wir verweilen werden, sehen wir erst im nächsten Part. Bis dann.